grüner Strom für rund 1400 Einfamilienhäuser. Am 5. Juli ist das Solarkraftwerk Püttlingen auch ganz offiziell von der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer in Betrieb genommen worden. In knapp 4 Wochen Bauzeit ist links und rechts der Autobahn A8 einer der größten saarländischen Solarparks der Enovos Deutschland SE entstanden. Ein weiterer wichtiger Beitrag des Unternehmens zum Klimaschutz. Wir brauchen dieses unternehmerische Engagement auch, um die Energiewende gestalten zu können. Wir sind ein Energieland, wir brauchen Energie auch für unsere Industrie. Und dazu gehören natürlich insbesondere auch die erneuerbaren Energien. Wir haben uns Ziele gesetzt und die werden wir nur mit Partnern erreichen. Und Enovos ist ein wichtiger Partner für uns. Die Enovos Deutschland SE und ihre in der Initiative Neustromland organisierten Stadtwerkepartner, die dort die Möglichkeit erhalten, in verschiedene Projekte zur Erzeugung regenerativer Energie zu investieren, haben mit dem Solarkraftwerk Püttlingen ihre Ausnahmestellung im Saarland weiter ausgebaut. Insgesamt haben die verschiedenen Photovoltaik-Freiflächenanlagen eine Leistung von über 22 Megawatt Peak. Dazu kommt ein verstärktes Engagement im Bereich der Windkraft. Die Erneuerbaren selbst stellen für uns einen ganz wichtigen Beitrag dar, um das Ergebnis auch zu stabilisieren. Generell in der jetzigen Welt, wo der klassische An- und Verkauf in unserem Stammgeschäft einfach durch unglaubliche Volatilitäten gekennzeichnet ist. Und da ist halt eben die Stabilität durch die Einkommensströme aus den Erneuerbaren ein ganz wichtiger Faktor. Enovos setzt aber nicht nur auf Investitionen in die Erzeugung regenerativer Energien. Die Gesamtstrategie sieht so aus, dass wir eigentlich ganz gerne die gesamte Wertschöpfungskette bei den erneuerbaren Energien abdecken. Von der Projektentwicklung über den Bau und die Finanzierung der Projekte bis hin zur technischen und kommerziellen Betriebsführung, also langfristig in den Projekten drin bleiben, im Gegensatz zu einem reinen finanziellen Investor. Und nachher auch natürlich die Vermarktung und die Integration der produzierten Energie im sich wandelnden Energiemarkt unterstützen. Da der Bau weiterer Photovoltaik-Freiflächenanlagen aufgrund der geminderten Einspeisevergütungen wirtschaftlich kaum noch darstellbar ist, wird bei künftigen Projekten eine andere Vermarktungsstrategie verfolgt. Großflächenanlagen wie die hier, die werden künftig nur noch dann gebaut werden können, wenn alles stimmt. Heißt, wenn wir auch zufällig eine günstige Gelegenheit bei der Modul- oder Wechselrichterbeschaffung haben. Also das wird sich nicht mehr weiterentwickeln, dieses Segment. Anders sieht es aus bei Anlagen, die wir dazu nutzen können, industrielle Verbraucher direkt vor Ort mit Solarstrom zu versorgen. Der große Vorteil, den so ein Konzept hat, ist, sofern es bis 1.8.2014 umgesetzt wurde, die volle Befreiung von der EEG-Umlage für den dort produzierten Strom. Die Kraft der Sonne spielt also neben dem verstärkten Engagement in dem Bau von Windparks, wie derzeit in Neunkirchen-Schiffweiler, weiterhin eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Energieversorgung der Zukunft.